Herzlich willkommen am RBB Wolgast-Torgelow. Ich bin Denise Berndt, die Schulleiterin des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums an den Standorten Wolgast und Torgelow. An unserer Schule arbeiten 56 Lehrer, 2 Schulsozialarbeiter und wir unterrichten ca. 1400 Auszubildende und Schülerinnen und Schüler. Das Besondere an der Schule ist das Kollegium, die Zusammenarbeit mit den Erfahrenen und den jungen Kollegen, das Lernen mit den Schülern und von den Schülern, gerade mit den Berufsschülern, das breit gefächerte Spektrum unserer Fächer, unserer Ausbildungsangebote. Hier in Torgelow ist das Besondere vor allem die Atmosphäre und das Umfeld. Wir haben einen schönen Campus hier, alles an einem Standort, also das Fachgymnasium, dann duale Ausbildung und auch das Internat. Die Werkstätten sind voll ausgestattet. Wir haben alles, was die Berufsschüler in ihrer Ausbildung benötigen. In dem Ausbildungsbereich der Gastronomie sind wir auch breit aufgestellt. Wir haben eine sehr große Lehrküche, die sehr gut ausgestattet ist mit neuen Geräten. Und auch der Hotelfachbereich hat seine Fachräume, in denen die Schüler aktiv lernen können. Von außen sind wir alt, historisch denkmalgeschützt, aber von innen sind wir hochmodern ausgestattet. An beiden Standorten haben wir einen großen Fortschritt in der Digitalisierung gemacht. Wir haben bereits ein Schulnetzwerk, das funktioniert. Jeder Klassenraum ist mit einem PC ausgestattet, einem Beamer, alle sind im Netzwerk eingebunden. Dank des Umzuges in diese Gebäude konnten wir die Möglichkeit nutzen, digitale Tafeln zu installieren. Wir sind ausgestattet mit iPads, wir haben 3 Computerkabinetts, ein großes, 2 kleinere. Ich gehe immer noch gerne zur Schule, weil mir der Beruf an sich, jungen Menschen was beizubringen, immer noch viel Freude macht. Jeder Moment, wo man aus dem Unterricht rausgeht und die Schüler einem zeigen, dass sie etwas gelernt haben, entweder für das Fach oder fürs Leben, ist ein Moment, an dem man stolz ist, als Referendar, aber auch als Lehrer dann später. Diese Region ist für mich ganz einfach Heimat, weil ich ein sogenanntes Draußenkind bin und mich am liebsten draußen in der Natur aufhalte. Und davon haben wir hier genug. Da, wo andere Urlaub machen, da wohnen und arbeiten wir. Wir haben eine wunderschöne Landschaft. Einmal mit den Wäldern, wer naturverbunden ist, Hobbys wie Reiten oder Hund hat. Dann haben wir natürlich das Stettiner Haff um die Ecke für zum Beispiel Bootfahren oder Schwimmen. Und natürlich auch kulturelle Möglichkeiten, also den Kulturspeicher Ueckermünde oder das Ukranland in Torgelow. In allen Fachbereichen, in Metall, im Verkaufsbereich, in der Wirtschaft, Naturwissenschaften, also alles, was Schule braucht, brauchen wir auch an Lehrkräften. Liebe Lehramtsanwärterinnen und liebe Lehramtsanwärter, in Vorbereitung auf dieses Video habe ich mich mit unserer Referendarin unterhalten und sie gefragt, was ist so schön bei uns an dieser Schule? Und ihre Antwort war, wir sind eine große Familie, die aufeinander hören, die miteinander gehen und die mit den Auszubildenden ganz viel unternehmen können. Viele neue Ideen dürfen reingetragen werden, wir dürfen Fehler machen und wir können gemeinsam miteinander lachen. Wenn Sie Lust haben, uns kennenzulernen, kommen Sie gerne zu einem Referendariat zu uns und bleiben Sie einfach bei uns, weil es schön ist.